Ja, die Corona-Ampel ist im Bezirk Gmunden von heute auf morgen sozusagen von grün auf orange gesprungen. Warum ist das so und was bedeutet das jetzt für Bad Ischl? Genau, ich habe es gestern am Abend auch gesehen, war aber zu erwarten. Wenn man die Zahlen im Bezirk Gmunden verfolgt hat, dann hat man gemerkt, dass in der letzten Woche einfach viele Neuinfektionen stattgefunden haben, die darauf hinzuschließen sind, dass bei diversen Festen oder Feiern es einfach mehr positive Fälle gegeben hat. Die Farbe Orange hat jetzt keine ganz besonderen Auswirkungen neue, weil die Bundesregelungen mit dem verpflichtenden Tragen des Nasen-Mundschutzes in den öffentlichen Gebäuden ja sowieso schon ist, sollten noch Verschärfungen kommen, die ja der Landeshauptmann machen kann, werden wir darüber so bald als möglich informieren. Bis jetzt habe ich nichts bekommen, dass sie irgendwas ändern würde, als wie in den letzten Tagen gegenüber. Das Einzige, was man sagen kann, es gibt ein höheres Ansteckungsrisiko, darum da die einfach bitten, wirklich die Maßnahmen einzuhalten, einfach wirklich zu schauen. Aber ich habe gemerkt, allein das, dass informiert worden gestern ist, dass wir ab heute orange sind. Wenn man heute durch den Wochenmarkt gegangen ist, hat man gemerkt, ich habe extra geschaut, es haben alle Standler die Masken getragen, auch die Leute, die einkaufen waren. Also die Ampelfarbe sagt schon auch den Leuten, halt das, wir müssen mehr aufpassen und sie machen es. Und das ist einfach was, wo ich sage, das ist gut so und das sagt eben die Ampelfarbe aus. Aber eben, wir haben keine weiteren Einschränkungen einstweilen und ich hoffe, dass jetzt nicht mehr wird, sondern dass es so bleibt.